Gute Luft ist für mich wichtig, weil gute Luft gesund ist für den Körper und ich kann auch besser schlafen bei guter, reiner Luft. Damit ich zu Hause gute Luft habe, lüfte ich sicher zweimal täglich, am Morgen und am Abend. Und im Sommer steht oft das Fenster und die Balkontüre einfach offen. Ich habe mir dieses Jahr einen Luftbefeuchter gekauft, damit im Schlafzimmer, wo allgemein trockene Luft herrscht, das etwas reguliert werden kann. Und seit ich den Luftbefeuchter habe, ist das Raumklima besser. Trockene und unreine Luft hat vielfache Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Einerseits trockene Luft gibt gerötete Augen, trocknet die Atemwege aus, auch die Haut selbst trocknet aus. Das verursacht vielerlei Probleme. Zudem erhöht zu trockene Luft in Innenräumen auch den Schmutzgehalt in den Räumen selbst. Also das heißt, dass Schmutz- und Staubpartikel, die ansonsten auf dem Boden liegen, sich als Schwebeteile in der Luft bewegen und von den Menschen eingeatmet werden. Egal ob Parkettboden, Möbel, Musikinstrumenten, aber auch Pflanzen leiden darunter, weil es viele Pflanzen gibt, die die Feuchtigkeit über die relative Luftfeuchtigkeit im Raum aufnehmen. Raumlüften ist eine wichtige Voraussetzung für die Qualität der Luft in Innenräumen, weil wir müssen ja auch Sauerstoff ersetzen in den Räumen. Was Raumlüften jedoch nicht ersetzt, ist ein Luftbehandlungsgerät, das dafür sorgt, dass die relative Luftfeuchtigkeit auf einem idealen Wert ist. Die ideale Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 40 und 60%. Der häufigste Irrglaube ist der, dass viele Konsumenten das Gefühl haben, dass tägliches Duschen, Kochen oder Wäsche aufhängen genügt, um den Feuchtigkeitsbedarf der Luft erfüllen zu können. Im Normalfall ist es so, dass das bei weitem nicht genügt und deshalb ein Luftbehandlungsgerät eingesetzt werden sollte. Überprüft werden, ob das wirklich notwendig ist, machen Sie am besten mit einem Hygrometer. Bei den Luftbehandlungsgeräten unterscheiden wir zwischen drei Systemen. Das eine ist die Gruppe der Verdunster. Wobei da gibt es eine Unterunterteilung. Das sind Verdunstergeräte, die über eine Befeuchtermatte funktionieren. Und es gibt solche Geräte, die ohne Befeuchtermatte funktionieren. Das sind dann die sogenannten Luftwäscher. Die zweite Gruppe sind die Verdampfergeräte, bei der das Wasser erhitzt wird und so sämtliche Keime und Bakterien abgetötet werden. Was rauskommt, ist reinster Wasserdampf. Und das dritte System wäre das System der Ultraschallvernebler, bei dem das Wasser wie bei einem Wasserfall in einen Nebel verwandelt wird und das geschieht über eine Ultraschallmembrane. Mit Hilfe eines Ventilators wird dann der erzeugte Nebel an die Umgebungsluft abgegeben. Beim Kauf eines mobilen Luftbehandlungsgerätes sollten Sie darauf achten, dass die Qualität absolut top ist, weil dies garantiert den Einsatz oder einwandfreie Funktion des Gerätes über viele Jahre hinweg. Das Zweite, worauf man achten sollte, ist, dass die Teile, die man regelmäßig reinigen muss, frei zugänglich sind. Das heißt, keine verwinkelten Stellen im Gerät.